Menschen- und Lebensrechte aus Verständnisperspektiven und Wertekomplexen des globalen Südens. Boah, was für ein Wortmonstrum. Aber es geht darum, auf Menschenrechte und Lebensrechte steht da, nicht wahr? Da steht auch bewusst Lebensrechte und nicht nur Menschenrechte, weil dieses individuelle, losgelöste, den Menschen nur individuell zu betrachten und nicht in seiner Beziehung zur Umwelt, ist etwas sehr Eurozentristisches. Diese Loskopplung, Auskopplung, Auslösung des Menschen aus dem Gesamtkontext und dann Menschenrechte, dann stehen auch Menschenrechte neben Tierenrechte, neben Pflanzenrechte, obwohl es eigentlich aus der Perspektive von globalen Süden eins ist. Zum Beispiel, welche Menschenrechtskonzepte mit Fokus globalen Süden stehen heute hier im Zentrum des Workshops, ne? Also das wären Summa Causae, das ist etwas, ein Menschenrechtsverständnis oder ein Paradigma aus dem globalen Süden, aus Südamerika, okay? Und das wurde mal falsch übersetzt in Buen Vivir, gutes Leben. Aber das ist insofern wichtig, als dass besonders zwei Länder, Ecuador und Bolivien, 15 Jahre bevor man überhaupt über SDGs gesprochen hat, diese Aspekte, wir sind eins mit der Natur, wir sind ein Teil davon und diese Natur ist zu schützen, sie haben das in ihre Verfassung reingeschrieben, okay? Es wird nie erwähnt, ne, dass diese Länder einen Vorsprung hatten in diesem Denken, SDGs, Sustainable Development Goals. Und es wird auch nicht erwähnt, dass sie das deshalb konnten, weil sie auf ihre sogenannten indigenen Narrative gehört haben und auf die Menschen, die das seit Jahrtausenden eigentlich praktizieren möchten oder es Teil ihres Selbstverständnisses. Heute, wenn man von Ecuador und Bolivien. Genau, und nicht nur ganz Ecuador und Bolivien, nein, sondern die indigenen Bevölkerung davon haben dieses Wissen, dass die Natur ein schützenswerter Raum ist und wir ein Teil davon sind. Das ist wichtig zu erwähnen, weil das hat diese Entwicklung zu den SDGs, die ja sehr ökologisch ausgerichtet sind, erstmal überhaupt inspiriert. Und das ist wichtig zu erwähnen heute, um das anzuerkennen. Dann geht es auch um Dinge wie Sankofa. Wer sagt jemand Sankofa etwas? Ja, magst du? Ganz genau. Sankofa heißt, glaube ich, Rückbesinnung auf die Vergangenheit und eine Verknüpfung zu schaffen zur Gegenwart. Richtig, und zur Zukunft. Das heißt so, dieser Symbol Sankofa ist ein Vogel, der nach vorne geht, aber rückwärts blickend nach vorne gehen. Okay? Und das ist auch ein sehr indigener, aber auch sehr naturverbundener Ansatz und Verständnis, wie sich Gesellschaften orientieren sollen, im Einklang mit Generationen, mit den Ahnen und den Ahnen, im Hinblick auf die Gegenwart und die Zukunft. Und dahin gehört natürlich auch die Anerkennung von der Zeit vor dem Kolonialismus, natürlich aber auch während des Kolonialismus. So. Und schon werden andere Kontexte sichtbar und andere Spiritualitäten, das ist ganz, ganz wichtig. Damit ist nicht gemeint Religiosität, ne? Sondern dieses Spiritualität im Sinne, wir sind verbunden. Okay? Das andere sind Ubuntu, wem sagt das etwas? Das ist ein Mantra von Ubuntu. Ich bin, weil wir sind. Und um es hier nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, es ist auch in der Sprache, in vielen Sprachen des globalen Südens gibt es mehrere Ichs. Zum Beispiel in Fula mehrere Ichs und mehrere Wirs. Es gibt ein, also ne, im Deutschen gibt es ja die Fälle, ne? Diese Pronomen. Ich, du, er, sie, es. Punkt. Im Fula haben wir zwei Wirs. Wir haben ein exklusives Wir, ein ausschließendes Wir, was nur wir meint ohne euch. Und wir haben ein inklusives Wir. Ein Wir, was alle einbezieht und anspricht und adressiert. Und in diesem Sinne ist dieses Ubuntu zu verstehen, ich bin, weil wir sind. Weil ich Teil von dir bin und du Teil von mir. Das ist. Und das haben sie in einem Konzept auch als Gesellschafts,
Modell und Orientierung entwickelt, was sogar Teil der südafrikanischen Verfassung auch ist. Natürlich ist das sehr schwer umzusetzen. Aber was wichtig ist, das kommt aus indigenen Verständnissen. Fern von den Zentren der Macht. Und das andere war noch, Voodoo. Voodoo ist eins der am meisten falsifizierten und falsch dargestellten Gesellschaftsparadigmen überhaupt. Das ist Nadel und Puppe und dann hinten hast du einen Schmerz im Bein, weil ich da in der Puppe... Dabei ist Voodoo, ich würde es auch nicht als Religion bezeichnen. Es ist keine Religion, es ist ein Verständnis, eine Gesellschaftsordnung, wie man besonders mit, weil es kommt aus einer Region, Benin und Nigeria, die sehr, sehr viel mit Wald, wo es viele Wälder gibt. Und es ging um Nachhaltigkeit, Umweltschutz im Einklang mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und es war auch eine Form, wie sich eine Gesellschaft nachhaltig, langfristig verwaltet. Das alles ist Voodoo. Und es ist nicht nur rumtanzen und in Trance fallen und die Augen sind weiß oder so. Nein, es hat wirklich fundierte, nachhaltige Konzepte. Und uns fällt jetzt auf, dass viele indigene Ansätze dieses verbinden. Gesellschaft und Umwelt in einem. Ich möchte das nicht, verherrlichen und das sagen, dass bei denen ist alles gut und die sind besser. Nein, aber wir sprechen nie darüber. Man denkt, die sind wilde, die sind primitiv, ne? Und sie haben sich nie organisiert. Und das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Du wolltest was sagen. Ja, also was du unter Indigene verstehst, ich finde das interessant, weil du, also in Brasilien wird man Voodoo oder Ugut oder so, ja. Also nicht mit Indigenen, sondern mit Afrikaner oder ja, Diaspora, aber nicht, das ist interessant. Ja, genau, weil genau diese Begriffe, die müssen wir dekonstruieren, weil aus dem afrikanischen Kontext wird Indigen ganz anders verstanden als aus dem südamerikanischen Kontext, ja. Das sind eher bei Indigenen, sagt man, die Ursprungsgesellschaften, die initiiert haben, die aber auch von Kolonialismus betroffen und marginalisiert worden sind. Und in südamerikanischen, mittelamerikanischen, nordamerikanischen Kontext ist das schon ein bisschen anders. Weil es unterschiedliche Regionen sind. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen mit dem ethnologischen Blick. Ne? Ganz genau. Indigenen wird halt oft in der Anthropologie. Ganz genau. Ich sage dann eher autochton oder ja, es ist schwierig mit diesen Begriffen. Eine Frage an euch. Kennt ihr Indigene in Europa? Ja, die Bayern. Ja. Also meine Nachbarin ist es. Ja, ernsthaft gemeint. Deshalb frage ich, wo, weil für mich es ist, sind es die Menschen, die auch bestimmte Traditionen auch geblieben sind, zum Beispiel. Nee, also, ja, für dich, aber der Begriff hat eine ganz klare Bedeutung. Ja, indigene genau, Menschen haben ihre Lebensgrundlagen beraubt worden oder die sind zumindest bedroht. Und die Bayern sind nicht ihrer Lebensgrundlagen bedroht oder beraubt. Ja. Und das meint dieses I auch in BIPOC, ne? Okay. Genau, also das wollte ich eben dann sagen, das ist jetzt, je nachdem, wie man das auf welche okay. Okay. Und in dem Sinne, europäische Indigene, die Sami. Die Sami von Nordeuropa, in Finnland, in Russland, in Skandinavien eigentlich, sind eine Volksgruppe, die bewusst ihre Lebensweise verteidigt, aber sehr, sehr stark bedroht ist. Und sie haben unglaubliche Parallelen zu den Native Americans in Nordamerika. Was hat das alles mit Menschenrechten zu tun? Einer eine Idee? Warum sind... So. Danke. Bei fast keiner Gruppe, Menschengruppe, wie bei sogenannten Indigenen, sind die Menschenrechte so krass verletzt worden. Aber und die... Da komme ich jetzt gleich zu. Oh, habe ich jetzt. Wo steht das? Okay, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, ist auch nicht wichtig. Da, doch, hier steht es.
Erst 2006 gewährte die UN sogenannten indigenen Völkern die Menschenrechte. Ist das nicht krass? Ich meine, wir reden von Menschenrechten. Das muss uns bewusst werden, wie spät das ist. Also in der Schweiz durften die Frauen eher wählen, als dass Indigene zu, also Menschenrechten zugesprochen worden ist. Das ist krass. Nee, bitte. Ich finde halt auch interessant, so ein Mindset zu haben, dass es das mit UN Menschenrechtskonvention überhaupt Menschenrechte gibt. Also dass es da auch eine also einen zeitlichen Strahl gibt und eine Kategorie und ab da gibt es Menschenrechte. So. Das finde ich irgendwie spannend, dass teilweise ja in diesem Mindset gedacht wird. Das ist anscheinend davor, das eigentlich nicht gegeben hat. Ganz genau. Das ist die Definitionsmacht. Und wir wissen, dass die UN ein sehr eurozentristisch geprägtes politisches, das höchste eigentlich, das politische Instrument ist, um auf internationaler Ebene zu wirken. Es gibt kein anderes. Kennt ihr ein anderes? Ich kenne keins, ne? Vereinte Nationen. Aber das ist jetzt total wichtig. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber das benutzen die Indigenen, sonst haben sie überhaupt keine. So. Eine Zeit lang wurden sie in Brasilien nicht als Mensch aufgenommen. Das ist schon total wichtig, diese Konvention 169. Ganz genau. Ich verstehe das total, weil da kommt ja auch eine Systematisierung damit herein. Mhm. Aber ich finde es halt, also gleichzeitig, im gleichen Zuge, super schwierig, in diesem Mindset gefangen zu bleiben. Ganz genau. Also, und das ist für mich auch dekolonial, dekolonial zu denken, weil das ist für mich auch eine Form von Ermächtigung. Auch davor gab es die, aber das ist so ein System, das halt eben diese Rechte systematisiert und ja auch irgendwie eine gewisse Macht auch hat, Kategorien zu schaffen, was hat Recht und was hat kein Recht. Mhm. Ja, aber je nachdem, wie man das sieht, also woher kommt das? Ist es aus einer Bewegung entstanden? Weißt du, das war nicht so, dass sie gesagt haben, jetzt machen wir das, weil wir, also ganz, sag mal, wir sind gute Mensch oder keine Ahnung, sondern, also das war eine Legitimation, sie haben das systematisiert. Es hat einen Druck, es hat einen Kampf gegeben. Genau, das kommt nicht von, von Gruppen, die eben dann ihre Rechte, eben dann ihre besondere Rechte einfordern. Ich glaube, beide Punkte sind wichtig, weil es geht auch um die Historisierung von Menschenrechten, dass im Grunde genommen heißt, dass die Europäer kamen und haben bestimmte Menschen nicht als Menschen gesehen. Und dass darum gekämpft wurde im Nachgang, dass das legitimiert worden ist. Okay, wir machen einen kurzen Exkurs wegen dieser Frage, woher kommt das? Also das geht jetzt einfach eher um die Konstruktion. Aus dieser Konstruktion dieser kolonialen Perspektiven. Also hier sind viele Positionierungsfragen, die das Ganze so verdeutlichen. Hier, da haben wir ist nur ein Darstellungsbeispiel der vier I's, die einfach klar machen, dass diese Spaltungsenergie, diese Hierarchisierungsenergie eine strukturierte ist, die diese vier I's einfach als Raum geprägt hat, ne? Den ideologischen Raum. Und da sind wir wirklich sehr, sehr stark in dieser kolonialen Perspektive. Dann wurden Institutionen geschaffen, die diese Ideologien schützen und durchsetzen. Ne? Zum Beispiel die Vereinten Nationen, die sind kolonial. Also die Machtverhältnisse sind nicht gleich, das wissen wir. Und die interpersonelle Ebene haben wir und dann die ganz wichtige Internalisierungsebene. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zack, wo kommen wir bei dieser Konstruktion? Da landen wir bei Menschen wie Immanuel Kant. Kaum ein Philosoph genießt so viel Anerkennung in Mitteleuropa und wird als Aufklärer gehandelt wie Immanuel Kant. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil er hat es nicht erfunden, aber er hat es zusammengefasst, er hat es promoted
Und er hat es versucht, wissenschaftlich einzuordnen. So. Und Kant, ja, hat in dieser Zeit gelebt, 18. Jahrhundert, können wir mal so sagen, der hat Kaliningrad nie verlassen. Der hat nie mit einer afrikanischen Frau oder einem Native American Mann gesprochen. Er hat sie nie gesehen. Nie. Trotzdem hat er diese Rassenideologie entwickelt und wusste konkrete Dinge zu lügen über diese Volksgruppen. Daneben war er außerdem ein absoluter Sexist, ein Antisemit, ein Antiziganist. Und trotzdem, es geht jetzt nicht darum, Kant komplett als nur Rassisten darzustellen. Der hat den kategorischen Imperativ entwickelt, Kritik der reinen Vernunft, nur zwei Werke, die uns heute unterstützen, Gesellschaften sehr rational zu verstehen. Okay? Es geht darum, differenziert zu betrachten und sich uns zu fragen, warum wissen wir das nicht? Hier, das hat er geschrieben. Das sind Original-Zitate von Immanuel Kant. Auf der untersten Stufe steht demnach das Volk der Amerikaner. Gemeint sind die indigenen Nord- und Süd- und Mittelamerikas. Ihnen fehlen sämtliche Triebfedern der Entwicklung. Sie sind faul und nehmen gar keine Kultur an. Ihre halb erloschene Lebenskraft macht sie zu schwach für schwere Arbeit, weshalb sie noch tiefer unter dem N rangieren. Ihr wisst, wer mit N-Wort gemeint ist. Als nächstes schreibt er N. People of African Descent, also genau. Die Rasse der N. Ja. Die Rasse der N hat zwar Triebfedern, die reichen aber nur für eine Kultur der Knechte, schreibt er. Einerseits bleiben sie deswegen ewig Kinder, die unfähig sind, sich selbst zu führen. Andererseits lassen sie sich aber abrichten, weil sie stark und gelenkig sind, zwar erfolgsversprechend, weil alle N stinken. Aber nicht leicht ist. Das schreibt Immanuel, der große Immanuel Kant. Das wusste er. Dann geht es weiter und so fort. Ne? Er schreibt über sogenannte hindistanische Rasse. Und am Ende schreibt er über die weiße Rasse. Sie hat alle Triebfedern und Talente. Sie hat alle Anlagen für Kultur und Zivilisierung. Sie schreiten immer in Vollkommenheit und verbürgen die Entwicklung der menschlichen Kultur. Und alle anderen haben keinen Anteil daran. Buff. Das Ding ist, dass dieses Wissen, dieses Denken, diese Paradigmen heute in Politik festgeschrieben werden. Wir wissen, was passieren würde, wenn die Menschen, die über das Meer, vieles verstehen wir nicht, weil diese Sprache, in der das auch ein Sprachraum, in dem das entstanden ist, kann man nicht alles eins zu eins übersetzen. Okay? Und wenn man, oft werden halt Kontexte auch einfach aus dem Zusammenhang falsch dann verstanden. Und man muss schon den historischen, den regionalen Kontext kennen, man muss die Lebensweise auch kennen, um das vielleicht wirklich nachzuvollziehen. Aber das ist halt auch die Einladung, dass wir das auch dann tun, dass wir auch besser verstehen wollen, was ist damit gemeint. Und nicht einfach denken, ja, das war alles gut dort und ist besser dort oder ist anders oder so vereinfacht, verkürzt, sondern womit hängt das zusammen? Das ist wichtig. Aber hey, Menschenrechte aus globaler Südperspektive. Wie seht ihr das jetzt oder wenn ihr an Anfang des Speeddating denkt, wie würdet ihr zum Beispiel, was würde für euch wichtig sein für Menschen- und Lebensrechte generell? Was fehlt? Wie würdet ihr sie versuchen auch, es geht ja nicht nur darum, dass das irgendwelche Rechte, die irgendwo im Raum sind, sondern wie kann man sie auch umsetzen? Wie kann man sie greifbar machen? Ja?